So. Da ging es nicht weiter. Hier geht's weiter. Komm her. Komm dir sogar entgegen. Spotten. Hauen. 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 Genau. Kannst gar nichts. Der hätte nicht mehr spotten müssen eigentlich. Er hat das schon wieder genießt. Du hast genießt. Zock, 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 zock. Oh, das ist ein Niete. Da spotten wir doch wirklich. Und dann macht es sogar Sinn. Können wir dich wegpusten? Jö, guck mal. Jo, können wir. Was war das da oben jetzt? Abgewehrt, sehr schön. Ach ja, Tirik. Gut, dass du so viele Extras hast. So. Gucken wir erstmal hier in den Raum rein. Kuku. Oh, eine Kiste. Das scheint so eine Art Vorratsraum zu sein. Putsch. Nee, war wieder zu langsam. Aber es wird irgendwas mit dem Feuer zu tun haben. Was zur Hölle war das gerade? Der hat eine andere Bewegungsanimation gemacht. Also wahrscheinlich war es ein kritischer Angriff. Lass es doch mal schick. Ich mag solche kleinen Details. So, Klick. Gold. Ja. Schön. Haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Dass wir noch keine wirklich gute Möglichkeit gefunden haben, es auszugeben. Ich hoffe mal, da gibt es später wesentlich mehr. Also Möglichkeiten, Geld auszugeben. Früher war eine richtig schöne Möglichkeit, Geld auszugeben, Gegenstände zu kaufen, also teure Rüstungen und Waffen und dergleichen, um sie dann zu verzaubern. Und wenn sie nicht so toll waren, dann hat man halt neue Sachen gekauft. Aber wenn man bei dem Punkt war, hat man eigentlich eh... Das sieht nicht gut aus, Tirik. Immer. Bei dem Punkt, wo man alles verzaubern konnte, hatte man eh eigentlich genug Gold gehabt. Und man konnte Sachen für 100 Gold kaufen, verzaubern und dann für zigtausend wieder zurückverkaufen. Nee. Wenn man Glück hatte. So, wir sollten bald mal schlafen. 5 Rationen, ja, das ist gut. Klick. So, Fackellicht bleibt erhalten, obwohl wir 8 Stunden gerastet haben. Okay. Seid ihr normale oder seid ihr Elite? Ich gehe mal einen Schritt zurück. Elite. In der klaffenden Wunde. Das heißt, sind beides Elite? Ja, sind es. Okay. Also du bist gespottet. Warum macht er nichts? Ah, okay. Und du wirst weggepustet. Und ihr werdet beide debufft. Sehr schön. Ja, zwischendurch müssen die Kämpfer auch mal ein bisschen taktisch sein. Ich denke mal, es wird später immer extremer. Also gerade wenn man in Bereiche vordringt, wo man noch nicht so unbedingt sein sollte. So knapp. So, kaputt. Kaputt. I kill you. Oh ja, das mit den zweimal wegpusten kommt ganz gut hin. Also Nurum hat jetzt immer ein Mana-Punkt über. Nachdem sie zweimal gepustet hat. Oh, das ist doch wieder so ein Spezialtritt. Und Quatsch. Gut, Licht. Bogenschütze, ich hör's doch fliegen. Mhm. Und der hat Gegenwehr. Oh, ist egal. Seine Axt ist schon wieder kaputt. Oder was ist was anderes? Bing, 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 bing. Jautsch. Vor allem sah das fast so aus, als wenn es der Schuss nach hinten geschubst hätte. Also nicht ein ganzes Feld nach hinten, sondern auf dem Feld ein Stück weiter nach hinten.
Oh ja, direkt Schild ist defekt. Haben wir ein Ersatzschild? Ja, haben wir. So. Klick. Eine abgeschlossene Tür, für die wir kein Schloss haben. Neuer Schlüssel. Gehen wir später hin. Erstmal will ich hier ganz kurz der Vollständigkeit halber einmal rumlaufen. Nirgendwo irgendwas gelb blinkendes, secretartiges. Nö. Okay. Luke. Es war ein Fehler von euch hierher zu kommen, Abenteurer. Auftrag? Was? Eileen schickt euch? Sie ist gewiss beharrlich. Noch eine letzte Gelegenheit, was? Wenn ihr sie seht, sagt ihr, es täte mir leid, aber ich werde nie der Mann sein, den sie gerne aus mir machen würde. Ich mag ein Bandit sein, aber wenigstens habe ich mir dieses Leben selbst ausgesucht. Und da ich nicht die Absicht habe, den Rest meiner Tage in dem Kerker des Imperiums oder gar der Inquisition zu verbringen, lässt sich das hier wohl auf eine Weise beenden. Oh, wir haben eine Entscheidung, die Moral, artig ist. Gegen Luke kämpfen oder Luke ziehen lassen? Wir haben nichts gegen Banditen. Wir sind ja selber Plünderer. Also nö, wir lassen Luke ziehen. Ich bin ein Verbrecher, ein Dieb. Obwohl ihr das wisst, lasst ihr mich laufen. Das kommt unerwartet. Ich danke euch. Ich wünsche, ich könnte euch versprechen, dass ihr es nicht bereuen werdet. Was sagst du dazu? Sie hat nur Klatsch im Angebot. Ja, wahrscheinlich fängt sie an zu sprechen, sobald wir den Dungeon verlassen. Wir nehmen mal deine Bücher mit, okay? Perfekt, das ist das Buch, das Einhornherzog von diesem Banditen wiederbeschafft haben wollte. Sie öffnet das Buch und blättert darin herum. Ein Auszug der Verwirrung schleicht sich über ihr Gesicht und sie beginnt ein Selbstgespräch. Okay. Ein Buch voller Zahlen. Eine Art Kassenbuch? Aber es gibt keine Bezeichnung oder Namen. Ja, das ist ganz normal in solchen Büchern. Hat das noch nicht viel mit Dieben zu tun, ne? Könnte es sich um eine Art Verschlüsselung handeln? Das ist interessant. Warum ist dieses Buch so wichtig? Sie blickt auf und lächelt. Verzeiht. Ich konnte noch nie einem guten Rätsel widerstehen. Jedenfalls ist unsere Arbeit hier erledigt. Ich danke euch für eure Hilfe, Abenteurer. Hier ist die versprochene Belohnung. Ich kehre nach Sorpegal zurück und sorge dafür, dass dieses Buch den Weg zum Herzog findet. Ich werde dort sein, falls ihr mich braucht. Schade, dass sie nicht auf Luke eingegangen ist. Also, dass sie irgendwie angefangen hat zu schimpfen oder was weiß ich. Oder uns die Belohnung vorenthalten will. Irgendwas in der Richtung. Hätte ich ganz passend gefunden. Oh, was haben wir hier? Ein Ausgang? Nein, es ist der Skyrim-Schnellausgang. Bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Doch. Das finde ich nicht schön. Okay. Jetzt gehe ich erstmal wieder runter, um zu gucken, ob da noch irgendwas ist. Ich hoffe nicht, dass es in jedem Dungeon ist. Also ja, es ist sehr benutzerfreundlich und es bringt eigentlich nur Vorteile und was weiß ich. Aber ich finde es ein wenig zu komisch, wenn die Welt dem Spieler so zugeschnitten ist. Ich will eine anstrengende, schwere Welt, wo ich alles mit Blut und Fingernägeln und was weiß ich bekämpfen muss. Das hört sich jetzt komisch an, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Tooth and Nails heißt das Sprichwort im Englischen. Dass man wirklich hart um was kämpfen muss und dann umso stolzer ist, wenn man es dann später hat. Naja. Wir haben hier noch einen Gegner. Wir können die Tür aber nicht öffnen. Gesundheit. Da oben ist noch eine Tür. Kriegen wir die auf? Da ist gar keine Tür. Okay. Das ist jetzt komisch. Also ich verstehe nicht ganz, warum wir die Tür nicht aufkriegen. Natürlich könnte es sein, dass man random Schlüssel bekommt von getöteten Gegnern. Und weil wir Luke nicht umgebracht haben, haben wir den Schlüssel nicht bekommen. Können wir dich jetzt noch umbringen? Könnten gerade schießen. Was hast du denn für Fähigkeiten? Keine Gedankenmanipulationen?
Das ist eine sehr schöne Anspielung. Weil er lässt sich ja gerade nicht von dieser NPC-Dame da manipulieren. Also von seiner Frau in Anführungszeichen manipulieren. Also ist er immun gegen Gedankenmanipulation. Oder ist einfach nur ein Bossgegner, alle haben das. Aber wäre ganz lustig. Rachsüchtig. Ja, ja, okay. Nö, komm. Ich lasse mir leben. Und da hier wirklich nichts mehr ist, gehen wir einfach raus. So. Damit haben wir die Diebeshöhle erledigt. Das heißt, jetzt bleibt noch der Leuchtturm. Von dem wir wissen. Dann haben wir noch die Banshees, die ziemlich garstig aussehen. Vor allem, denke ich mal, wird man sie nur mit Magie bekämpfen können. Und wir haben nicht so viele Magier. Weswegen wir vielleicht mal bei Tirik doch ein, zwei Punkte auf Feuer setzen sollten. Damit er wenigstens so einen kleinen Feuerball schmeißen kann. Alternativ müssten wir dann auf unsere Waffen vertrauen. Die ja auch jeweils 2 Schaden machen auf magische Art und Weise. Was nur nicht gerade viel ist. Also, aber ja, gucken wir dann. Erstmal. Vibrationen haben wir noch. 4. Jo, schlafen wir kurz. Damit wir volle Mana haben. Dann gucken wir uns hier weiter um. Hier ist bestimmt eine Kiste. Weil Sackgassen sind demotivierend. Deswegen wurde in alle Sackgassen eine Kiste gepackt. okay. Ja, drehen. So. Kommt her. Oh. 2 Elite, ne? Na gut. Zing, zing. Und die schubst sich nicht weg. Debuff. Au. Wusch. Ist gleich tot. Ja. Ah, doch, sie macht im Nahkampf auch 5 magischen Schaden. Die anderen haben nur 2. So, kleiner Heiltrank, sehr schön. Ich habe nur noch 3. Habe ich schon wieder 0-0 gedrückt beim Abspeichern? Nee. Sollte ich wirklich lassen. Oh. Ja, komm her. Du bist nur einer. Und ran, ja. Du bist ein Stück normaler Räuber. Kaputt. Kaputt. So. Schön alles auseinandernehmen hier. Da kommen die Nagas. Die beiden sehen nicht so gut aus. Oh, das sind vor allem auch viele. 3 von diesen Schwertkämpfern und noch was. Nochmal schlafen für das bisschen Lebenspunkte. Okay, für die 80 Lebenspunkte, dann schlafe ich doch mal. So, komm her. Was zur Hölle war das? Korallenpriester wirkt flüssige Membran. Krieg hier aber keine Schadenspunktanzeige und wir haben auch kein Dingens bekommen. Doch kein Debuff oder sonst irgendwas. Ist komisch. Wir gehen mal zurück. Gehen zurück. Ah, ein Gegner. Wow, du bist erbarmungslos. Stimmt, jedes Mal, wenn er trifft und jeder darauffolgende Schlag macht dann mehr Schaden. Was noch? Rachsüchtig. Extra Schaden, wenn er ausweicht. Zusätzlicher Angriffshieb für jeden Ausweicher, ja. Nicht gut. Gar nicht gut. Davon haben wir 3. So, schön auf den hier schießen, wenn ihr das könnt. Auf den da schießen. Okay, die Buff müsste... Ah, warum erwischst du den nicht? Jetzt sag mir nicht, dass Zauber nicht um die Ecken gehen. Das ist ein Flächenzauber. Okay, du wirst gespottet. Du wirst weggeschubst. Du wirst verbrannt. Und du haust auf. So. Du wirst weggeschubst. Du bist wieder gespottet, weil du diese Runde überlebst. Genau, ganz knapp. Huzzah! Au. Was macht Tirik los? Gar nichts. Das sah gerade so komisch aus. Na gut. Hauen. 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 Hauen.